Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge. Und zwar geht es heute darum, wie viel Macht enthält denn eigentlich der Ring, sag ich mal so? Oder was für Macht enthält er? Und ja, das hat einen ganz besonderen Grund, denn es muss ja schließlich auch einen Sinn haben, warum ein böser Herrscher dran denkt, oh, ich werde jetzt meinen eigenen Ring schmieden und werde meine ganze Macht da reinsetzen. Das muss ja schließlich einen Grund haben. Warum macht das Sauron? Was für eine Macht gibt der Ring Sauron? Damit Sauron überhaupt den Sinn hatte, diesen Ring zu nehmen. Es liegt erstmal daran, es gibt mehrere Ringe der Macht. Das sind einmal die Elbenringe, die Zwergenringe und natürlich auch die Menschenringe. Und diese Ringe wurden aber so geschmiedet, außer natürlich die Elbenringe, die wurden nämlich so geschmiedet, dass Sauron die Kraft über diese Ringe hat sozusagen. Also Sauron hat die Kraft über die Zwergenringe und natürlich auch über die Menschenringe. Aber die Elbenringe hat Sauron nie zu sich Gesicht bekommen und deswegen hat er darüber auch keine Macht. Und zwar sind diese ganzen Zauberringe an Saurons einen Ring gebunden. So, Sauron hat ja extra seinen einen Ring so geschmiedet, dass er ihn dann perfekt aufsetzen kann. Er ist halt mit seiner goldigen Statur, sage ich mal so. Und der Sinn dabei ist einfach nur, er kann dann nämlich denjenigen, der einen Ring der Macht anhat, den seinen Willen kann er kontrollieren oder auch Geschicke lenken oder auch erfahren, was der gerade denkt oder vorhat zum Beispiel. Man muss sich das so vorstellen als Beispiel, dass zum Beispiel die Zwerge jetzt zum Beispiel mit einem Ring aufhaben und der Zwergenkönig sagt, zieht einen Ring auf und der Zwergenkönig sagt, wir greifen jetzt Sauron an. Da weiß Sauron nämlich direkt Bescheid, wenn er den einen Ring aufhat. Aha, die Zwerge planen einen Angriff, dann kann ich nämlich schon mal mich darauf vorbereiten und gleich zurückschlagen sozusagen. Das ist schon mal die erste Macht, die man eigentlich durch diesen Ring bekommt, sage ich mal so. Denn dadurch macht das Sauron, sage ich mal, hat er viel mehr Möglichkeiten. Hätte er natürlich auch die Elbenringe beherrschen können, dann wäre das natürlich ein immenses Ausmaß gewesen. Dann hätte er sogar über die Elben die Geschicke lenken können. Also könnte er zum Beispiel über den einen Ring sich vorstellen, aha, ja, der Zwergenherrscher, der soll jetzt mal ein paar Schritte vorlaufen sozusagen oder soll jetzt mal für mich eine Armee gründen. Und das ist der Sinn bei der Sache, dass der Zwerg dann selber oder der Mensch als Beispiel keine Kontrolle mehr über sich hat und muss leider akzeptieren, dass er nur noch eine Marionette ist, die rumdappt für ihn und einfach nur den letzten Mist macht, sage ich mal so. Und das macht halt den einen Ring so machtvoll. Denn das ist eine ganz, ganz starke und besondere Macht, sage ich mal so. Und macht eigentlich auch alles richtig super. Gut, der einzigste Nachteil bei dieser tollen Macht, sage ich mal so, wenn der Finger abgeschnitten ist und der Ring hängt dran, dann hat man halt ein ganz böses Problem, sage ich mal so. Aber dennoch, eine Macht liegt immer noch auf diesen Ring, und zwar Saurons Macht. Verliert Sauron den Ring, hat Sauron keine Macht mehr, denn er hat seine ganze Macht nur in den Ring reingesetzt, aber sag ich mal so, diese Macht bleibt ja in dem Ring bestehen. Also, es das heißt ja nicht, dass die Macht jetzt irgendwie verpufft und irgendwie sich in Luft auflöst. Nein, diese Macht ist weiter auf diesem Ring drauf. Und der nächste Ringträger, sage ich mal so, ist halt. Wie soll ich sagen? Wenn der jetzt den Ring aufziehen würde, man sieht es perfekt beim Frodo vor allen Dingen, beim Hobbit oder bei Isildur, man verändert sich äußerlich. Der Ring fängt an einen rumzunagen und man verliert halt seine Willenskraft. Man ist einfach nur noch ein willenloser Trottel, der durch die Gegend latscht und hofft einfach nur, dass er irgendwie was hinkriegt, ne? Und deswegen. Dennoch bietet aber der Ring auch noch Kräfte für den, sage ich mal so. Also man hat es ja bei Frodo gesehen, Frodo konnte unsichtbar werden und das macht ihn dadurch der Ring noch viel einzigartiger, sage ich mal so. Oder auch halt die Sinne werden verstärkt, außer das Sehen. Das wird leider aber ziemlich behindert. Dann sieht man nämlich hinterher aus wie die Nazgûle, denn die können auch nicht mehr sehen. Die können auch nur mit dem Hören reagieren. Mit was anderem können die auch nicht mehr machen. Deswegen. Und sowas wäre auch halt geworden. Man sieht es halt, wie gesagt, bei den Menschenkönigen am schlimmsten dann, wo sie dann zu Nazgûlen wurden. Also zu untoten Wesen, die einfach nur willenlos waren und mussten halt Sauron, sage ich mal, gehorchen. Sag ich mal so. Und halt immer noch dieser boshafte Einfluss, dass der Ring zu einem sagt, geh zu Sauron und gebe ihn wieder zurück, so nach dem Motto, ne, deswegen. Und wenn er halt nicht zurückgibt, wird halt dieses Verfallsdatum, sag ich mal, einschreiten und zwar wird dann Stück für Stück der Ringträger verfaulen. Das ist halt diese einzigartige Macht, die der Ring sozusagen in sich behält, sag ich mal so. Denn das macht alles so einzigartig.
Denn der Ring muss ja schließlich auch irgendwie einen Sinn haben. Man spielt ja nicht aus Lust und Freude mal einen Ring, nur um da am Finger schön auszusehen, damit die Leute mich beneiden, sozusagen in der Kneipe. Nein, es muss ja schließlich auch einen richtigen Grund haben. Und so ist der Grund natürlich. Gut, ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid über die Macht des einen Ringes. Und ja, da bedanke ich mich für das Video. Und da sage ich, ich bin bei Facebook, Twitter, Instagram und bei VidMe. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und dann sage ich, bis zum nächsten Video. Tschüss und bis bald.